willkommen zurück zu Castle Illusion Mickey Maus irgendwas. Oder wie der Kaka ist. Nee, Spaß. Like all of Miss Rebell's illusions, he was no friend to Mickey. Der mag uns nicht. Im letzten Part haben wir die ersten zwei Level des Games gespielt und danke, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt beim nächsten Part von dem Game. Mir macht's ultra Spaß und ich hoffe euch auch. Ein schöner 3D-Plattformer darf auch mal wieder nicht fehlen. Obwohl der größte Teil natürlich 2D ist. Aua. Okay, der hat 5 Leben. Was machst du jetzt? Machst du einen auf Donkey Kong oder was? Der Boss erinnert mich schon. Ich bin zu dumm. Der Boss erinnert mich aus den aus der Donkey Kong Country Tropical Freeze an diesen. Dieses Walroster. Das heißt, es dodgen und dann attackieren. Ja, eigentlich ist es ja komplett einfach. Ja, alles klar, Digga. Oh mein Gott, ich habe mich fast treffen lassen und ich war fast verreckt bei dem Boss. Und da haben wir unseren ersten Juwelen. Und das hätten wir auch im letzten Part noch machen können. Aber egal. Anscheinend gibt es 2 Level und einen Boss. Ja, okay. Egal. Wir spielen weiter. And the Masters of Illusion would not give them up without a fight. So, wir haben 126. Wir können. Welche Türen können wir denn benutzen? Hier gibt es ja auch noch mal ein paar Sachen, die man sich holen kann. 80 braucht man für die zweite Welt. Na dann. Haben wir ja mehr als genug. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Welt 2, let's go. Ich hab Bock. Und alle, die eingeschaltet haben, hoffentlich auch. Es geht in eine Spielzeugwelt. Let's go. Another of the witch's illusions. Ah, die Musik ist wunderschön. Schaut euch auf jeden Fall den ersten Part an, wenn ihr nicht gesehen habt. Richtig schöne Level hatten wir da. Haben mir mega, mega mäßig Spaß gemacht. Und boah, heute macht's ja wieder Bock. Bin gespannt, wie die Welt hier ausgeht, weil die erste war schon echt super. Ich liebe auch immer erste Welten in Spielen. Oh, Kacke. Ist immer so wunderschön designt. Oh. Okay. 3D jetzt, let's go. Dem 3D gibt es nicht so viel in dem Game, muss man sagen. Aber wenn, dann ist es gut eingesetzt, muss ich sagen. Okay, die Joker sind verarsche. Den Juwel habe ich leider liegen gelassen. Okay, immer so Fluchten sind das, ne? Immer so 3D-Fluchten. Letzten Part haben wir ja, sind wir ja vom Apfel geflüchtet. Was eigentlich auch cool inszeniert war. Und hier ist dieses Schlossding. Und beim letzten Part haben wir auch gerade eins gefunden. Och, ich Idiot. Vollidiot. Das war's nicht. Das ist die falsche Richtung, Mickey. Hier drauf. Was haben wir da denn gerade eingesammelt? 20 Bälle oder so. Ja, das schmeckt. Du Drecksau! Und da ist noch ein Leben. Oh mein Gott, verpiss dich. Nein, du. Hey, was ist denn hier oben? Nein! Ja, man muss auch da hoch. Ich sehe es gerade. Man kann ja gar nicht da. Links lang geht gar nicht. Ey, diese Flugzeuge sind Schweine. Kann auch mehr als 20 von den Bällen haben, anscheinend. Okay.
Okay, jetzt geht's aber schon ein bisschen sehr bergauf. Was? Soll ich denn das anstellen? Hä? Ah, das bleibt auch unten. Ich muss das gar nicht auf Zeit machen. Das sind nur zwei so Kackteile oder was? Naja, gut. Zwei haben. Oder halt eben nicht haben, ne? Ey. Oh. Schlüssel. Was brauchen wir den denn? Die Kiste, die unter mir ist, oder was? Oh nein. Mickey, renn! Oh, Musik ist wunderbar. Wunderbar. Macht Laune. Jetzt auch wieder alles runter, was wir hochgegangen sind. Was für eine Kacke. Ja, haben wir leider den Diamanten vergessen. Naja. Da ist das Ziel. Okay, warum ist hier noch eine 3D? Warum kann ich hier lang? Was war das? Keine Ahnung. Okay, nächstes Level. Let's go. War doch ein super Start in die neue Welt. Cool. Macht es Bock. Und auf dem PC haben wir auch keine Ladezeiten. Sowas gibt's halt nicht. Okay, für das brauche ich auch die ganzen Bälle, die ich gerade gesammelt habe. Vielleicht muss die auch noch weg. Oder chill. Ja, alles klar, der kommt einfach von oben. Alles klar, Digga. Ja, du Troller. So ein Lustiger. Ich Vollhonk. Wir holen jetzt erstmal die da. Ich möchte eigentlich schon die Sachen, die da oben sind. Moin, Bruder. Was bist du? Hier, die Gegner respawnen schon saugschnell. Also wirklich sauber, sauschnell. Alles klar, Digga. Da gehe ich schnell weg. Oh, wir kommen wieder in eine Zauberwelt. Aber 2D. Mhm. Oh nein. Aha. Lol, Insta-K.O. Aber wieder geile Inszene. Inszenierung. Wie hätte ich denn das machen sollen? Warte, wenn ich mich ja umdrehe, das heißt, ich muss den unteren attackieren. Oder umgekehrt. Ich Vollidiot. Also den oberen anspringen muss ich. Dann funktioniert das. Ich will jetzt wissen, was hier ist. Ich will eh wissen, was in solchen Leveln ist. Sind die unendlich? Und man kann unendlich Ding farmen? Oder... Finde ich noch interessant, jetzt herauszufinden. Also ich drehe mich um. Ja, das war dumm. Okay, wir lassen es. Wir lassen es. Okay, hier kriegt man sau viele. Wie heißt denn das? Bälle? Habe ich eine Stampferpacke drauf? Ja, genau. Spawn in meiner Schnauze. Alles klärchen, Brudi. Ist dich.
Ja, flieg da vorbei, bitte. Und die Kristalle sind mein. Ich meine, wir haben eh, glaube ich, sau viele gesammelt. Das ist, glaube ich, Digga, verpiss dich. Arschloch. Komm nicht ans Extra-Leben ran. Ich musste mich kratzen. Ja, okay, Digi, entspannt. Bruder. Mach halt nicht diesen jetzt. Was? Oh, jetzt hatte ich so viel Glück. War, dass ich die ganze Zeit den richtigen Weg gelaufen bin. Lol, ja, hatte ich. Lol. Ich bin einfach die ganze Zeit den richtigen Weg vorhin gelaufen. Ich habe nicht mal darauf geachtet. Entspannt. Nein. Ich habe keine Leben mehr. Gib mir ein Leben. Oder ein Exit. Okay. Exit ist fine. Heute kommen wir ein bisschen schneller durch, habe ich das Gefühl. Weil jetzt sind wir eigentlich schon wieder beim dritten Level. Und das müsste der Boss sein. Weil der letzte Part war 15 Minuten. Und da war das Tutorial noch, ne? Und da waren die Level auch länger, muss ich sagen. Hier. Muss ich sagen, die erste Welt hat mir deutlich besser gefallen. Vielleicht kriegen wir jetzt eine Welt pro Part. Mal gucken. Aber da möchte ich mich jetzt nicht binden. Aua! Bäm. Okay, aber ich finde es gut, dass der Boss 3D ist. Das macht es nochmal ein bisschen Abwechslung. Aber ihr seht ja, wenn es, glaube ich, 7 Level sind, dann wird das nicht viel, werden 7 Parts sein, ja. Aber was für eine Spezialfolge. Ich bin zu blöd. Okay, nochmal neu, nochmal neu. Ich war zu dumm zum Scheißen. Let's go. Aber guck mal, was für eine geile Spezialfolge. 2 Bosse. Wild, oder? Das nur auf meinem Kanal. Wenn ihr weiterhin diese Parts hier nicht verpassen wollt von diesem mega geilen Let's Play, dann abonniert mich doch gerne. Ich bin zu blöd dafür. Ich weiß auch nicht, wie wir müssen denn dodgen. Man muss ja anscheinend drüber springen, weil drunter ducken geht ja nicht. Alles klar. Ja, das wird wieder Game Over. Ich muss herausfinden, wie ich das dodgen kann. Wie zum Teufel soll man das dodgen? But what was that odd green box? The wie geht es? So, ich probiere es jetzt nochmal. Sonst gibt es einen kleinen Cut. Aber ich würde sagen, jetzt nehme ich euch nochmal mit. Aber wie soll ich zum Teufel soll ich das dodgen? Also den Rest kann man eigentlich gut dodgen, wenn man kein Vollidiot ist wie ich. Wir haben ja schon viele 3D-Plattformer gespielt. Inbegriffen. Oder kann ich mich ducken? Ich muss mich einfach ducken. Okay, das ist komplett easy. Einfach zu dumm. Und ich bin doch... Das ist einfach Betrug. Das Ding spawnt auch in meiner Schnauze. Also das ist beschiss. Ich duck mich. Genau, dann schlägt er sich selbst auf den Kock. Und wir hauen ihm aufs Maul. Okay, er wird anscheinend aggressiv. Bruder, chill. Deine Basis. Ganz entspannt. Entspann dich. Es ist doch alles gut, mein Freund. Okay. Ja, ich duck mich. Bam. Zack. Hat sich eine Schelle. Und. Bam. Und. Okay, jetzt macht er die Stoße nochmal. Bam, 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 bam. Aber die Musik hier auch wieder so geil. So geil einfach. So insane geil. Er dreht um. Das soll mich eigentlich nicht stören.
So, hau raus den Sachen hier. Und dann hast du noch ein Leben, mein Freund. Das knüpfe ich dir auch gleich noch ab, du Drecksau. Bruder, was zum Teufel? Okay, jetzt ist aber echt wie Mario 3D World Boss hier, oder was? Das kommt mir eh so ein bisschen wie 3D World hier vor. 3D auf so einer Sandmap. Schon ein bisschen. Das Spiel ist ja älter wie 3D World, ja? Bam! Und hier wird den Chaos gemacht! Bam! Tschüssi Koski! Ja! Der nächste Gem ist in unserer Tasche! Let's go! Saftig! The second rainbow gem was safely gathered. Genau. He had no time to congratulate himself. Another five gems and noch fünf weitere. Fünf weitere Gems fehlen uns. Im nächsten Part geht's dann auch schon weiter. Die Frage ist aber, wo? Ich möchte mich hier ein bisschen umschauen. Hier anscheinend nicht. Was sind denn das überhaupt hier für Teile? Ich weiß nicht. Ich habe, glaube ich, auch keine anderen Möglichkeiten. Was zu meinen. Ich kann, glaube ich, nur springen und werfen. Hier haben wir 80 für gebraucht. Das heißt, die nächste Tür wird die hier sein. 160. Und was ist das hier? Schlossturm? Da geht's vielleicht zu den nächsten Welten. Jo, denke ich mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schalte gerne das nächste Mal wieder ein. Wir sehen uns dann in der dritten Welt. Ciao, ciao.